Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyden ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Sniper Ghost Warrior 2. Das Let's Play zu Die Legende der Wächter wurde jetzt letztens beendet. Ich freue mich tierisch. Normalerweise wollte ich jetzt auch ein anderes Let's Play noch starten. Aus zwei Gründen kann ich das leider jetzt erstmal nicht. Zum einen, weil ich noch kein Spiel habe, was ich noch als zweites Let's Play machen wollte. Ich habe mir zwar ein Spiel bestellt, ich habe es auch hier stehen, aber es funktioniert bei mir nicht. Ich warte sowieso noch auf eine Antwort. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt auch ein Praktikum anfange, und zwar in Kassel. Kassel ist die nächstgelegene Großstadt von mir. Ich wohne in Korbach, das ist so bis dahin, wo ich hin muss, 56 Kilometer. Ich muss morgens früh also schon um, keine Ahnung, 7 Uhr losfahren, also ungefähr, ja, vielleicht nicht um 7, vielleicht um halb 8, dass ich ungefähr um halb 8, 8, Viertel nach 8 ungefähr da bin, weil ich um 9 Uhr immer da sein muss, um im Fressnapf halt arbeiten zu können. Ich freue mich tierisch, denn ich bin zurzeit nämlich arbeitssuchend und brauche dringend wieder einen Job. Und naja, der eine Grund ist halt, dass ich halt nicht so viel Zeit habe, Spiele zu spielen und auch nicht so die große Lust habe, jetzt noch so viele Spiele zu spielen. Ich will mich dazu nicht zwingen. Deswegen warte ich dann, wenn überhaupt, auf ein vernünftiges Spiel, wozu ich auch richtig Bock habe, so wie Sniper Ghost Warrior 2. Ich kann ja schon mal Start drücken. Ja, und ich muss halt immer so 45 Minuten damit rechnen, von hin und zurück. Morgens früh ist halt, um, wie gesagt, um halb 8 Uhr ungefähr muss ich schon losfahren. Und abends um 20 Uhr ist erst Feierabend. Und das ist mir ein bisschen zu viel in der Art und Weise. Wenn ich natürlich jetzt demnächst nach Kassel umgezogen bin, wohne ich natürlich viel da dran, dann werde ich auch wahrscheinlich das neueste Spiel auch mal zum Laufen gebracht haben. Jetzt will ich mal kurz was gucken hier. Ja, er nimmt alles auf. Ich freue mich tierisch. Ja, das soll es eigentlich erstmal so gewesen sein. Wie gesagt, es folgt auf jeden Fall bald nochmal wieder ein zweites Let's Play mit dazu. Aber zurzeit müssen wir uns mit Sniper Ghost Warrior 2 begnügen, was ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist, meine Damen und Herren, wie ich ja jetzt finde. So. Haben wir doch beendet, oder nicht? Aus dem Nichts. Okay, wir machen einfach mal fortsetzen. Philippinen. 2400 Howers Juliet vor 6 Tagen. Immer noch vor 6 Tagen? Hat sich nichts geändert in den letzten 5 Tagen, wo ich mich aufgenommen habe? Können Sie die Aufnahme, die Sie gerade vom Radarsystem gezogen haben, näher erklären? Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterror-Einheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Was ist das denn jetzt? Ich bin doch schon damit fertig gewesen. Ihr habt doch schon... Alle weg. Ein Okay von uns. Verstanden. Trupp rückt an. Uniform. Was ist der Status für die Villa? Die Anlage wimmelt nur so von Feinden. Ein direkter Angriff wird nicht empfohlen. Wir haben neben dem Laubengang etwas identifiziert, das wie ein Hauptschaltkasten aussieht. Kannst du den ausstellen, Anderson? Das Nachtsichtgerät wird 3-1 von Vorteil sein. Klingt gut. Eure Sache Unterstützung. Das habe ich doch schon längst hinter mir. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen hier mal gerade einen Cut reinsetzen, glaube ich, weil ich nämlich eigentlich schon so weit schon war. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir gerade das schnell beendet. Und machen fortsetzen, würde ich sagen. Damit wir diese Geschichte jetzt eigentlich mal fortsetzen können. Ja, whatever. Philippinen, 0600 Hours, Juliet. Immer noch vor 6 Tagen. Niemand bleibt zurück.
nicht. Uniform, wie sieht es mit dem Paket aus? Bin gerade am Ufer, nur einen Kilometer westlich vom Hotel. Hast du was für mich? Positiv, Fraser. Einheit per Boot Richtung Süden. Hummingbird 6 beobachtet alles. Wir haben schon eine Abfangroute ausgearbeitet und werden euch dann reinlotsen. Es sieht aus, als ob Merinov und Kalalo sich zu einem Landeplatz 2 Kilometer südlich aufmachen. Verfolgen und neutralisieren, Fraser. Lassen Sie sie nicht mit der Biowaffe abhauen. Verstanden, unterwegs. So, Starttaste. Wir müssen also den bösen Buben jetzt aufhalten. Scheiße, sah jetzt die Animation dann bitte aus. Ach du Scheiße. Oh Mann. Weiter ins Festland, Razor. Habe verstanden. So, es ist wieder Tag. Und wir haben hier eine scheingenäffte Sniper mit einem Stissel. Das ist ganz gut. CryEngine 3. Also so ganz gut, aber die Blätter irgendwie. Naja, ob das wirklich CryEngine 3? Da haben sie sich auch nicht wirklich Mühe gegeben. Hätten sie wesentlich mehr rausholen können. Aber dafür ist die Xbox natürlich auch ein bisschen zu schwach. Also 360 halt. Uniform, der Strand ist schwer bewacht. Gibt es einen alternativen Zugriff auf das Ziel? Over. Negativ. Wir registrieren auch eine Wärmesignatur für ein Fahrzeug nahe der Baumreihe. Voilà. Du musst von dieser Position aus einen sauberen Angriff ausführen, ohne Alarm auszulösen. Perfekt. Ja, erstmal will ich den Typen hier umhauen, der sich hier so versteckt. Weil der mir nämlich, glaube ich, am gefährlichsten werden kann. Und wenn ich die gleich mal alle von hinten dehnen kann, natürlich auch ein super Vorteil. Ich darf mich natürlich jetzt nicht sehen lassen. Kann mich hier durch? Nicht ganz. Ich glaube, die dürften mich eigentlich nicht sehen. Müsste eigentlich gut geschützt sein. Bewegt er sich? Ist ein bisschen weiter weg, glaube ich, ne? Zack, den machen wir als erstes weg, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein leichteres Spiel. Weil die sehen uns immer noch nicht. Ich will versuchen, mich da im Haus zu verstecken, weil sie es da wahrscheinlich am wenigsten erwarten. Einfach jetzt mal so gesagt, dass davon ausgeht, dass die KI Intelligenz in sich trägt. Ich gehe jetzt einfach mal davon irgendwie aus, dass ich die jetzt ein bisschen verwirren kann. Scheiße, das war nix. Ja, und er kommt auf uns zu. Das wird mich doch verarschen, oder? Ищите вспышку. Wir werden uns mal in eine andere Richtung begeben. Gucken, ob wir sie jetzt von hier. Das gibt's doch nicht. Scheiße! Das gibt's doch nicht! Кто-нибудь что-то видит?